Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, können wir so gerne keine Runde. Let's show Minecraft! Ich bin hier vor allem Ticken. Dieses Infovideo soll einfach dazu dienen, um zu gucken, wie jetzt das Roxio arbeitet, das neue. Des Weiteren soll es halt dafür dienen, euch als Infomaterial zu dienen. Ja, ich habe heute schon wieder Wortschätze parat, das ist unglaublich. Des Weiteren ist diese Welt halt im Endeffekt nur so geplant gewesen, um halt mit euch so ein bisschen halt auf Twitch halt zu labern zu können, weil man hier halt immer ganz gut auf Fragen und sowas eingehen kann. Aber nach kurzer Zeit sind halt Leute dazugekommen und jetzt habe ich gesagt, okay, wir können eine offene Welt machen und wenn ihr Lust habt, seid, könnt und so, dann könnt ihr ja mitspielen. Dafür dient es auch. Alles angefangen hat sozusagen das ganze Abenteuer mit diesem Häuschen hier. Ich mache jetzt so einen Speedrun einfach hier durch, weil das Infovideo soll nicht allzu lang sein. Hier kommt noch ein Balkon hin. Hier haben wir mal kein kleines Schlafzimmerchen. Mit Fensterdach. Ich bin fest. Nein! Und es gibt halt so ein paar Zwischenregeln, die ganz normalen, einfachen Regeln. Hier, du sollst nicht klauen, du sollst dies nicht machen, du sollst das nicht machen. Keine Ahnung, was ich hier hinbaue. Es gibt auch noch so ein, zwei andere Regeln, was halt das Zwischenmenschliche hier zu tun hat und gewisse Regeln, ein kleines Sauerbüchlein hier, Arbeitszimmer. Und zwar siehst du ja, also, oder sieht man ja hier so einen Berg, das baue ich alles noch ab und pipapo. Dieses Plätzchen hier gehört an sich mir, also komplett mir alleine. Natürlich kann ich überlegen, ob ich dann vielleicht mal so ein, zwei Special-Leute auch hier so ein Häuschen nebenan bauen lasse, pipapo. Das muss ich noch entscheiden, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wen ich hier vielleicht mit anbauen lasse, wenn jemand Lust hat, hier mit anzubauen. Aber was so Bauplätze angeht, das kommen wir gleich zu. Wir gehen erstmal, also wir haben alles mögliche Leute da, die hier mitmachen wollen. Wir haben auf jeden Fall schon eine kleine Farm hier hinten mit Tierchen. Wir haben auch endlich Hühner bekommen. Wir haben Pferde zum Satteln, alles drum und dran. Im Endeffekt ist es eine einfache Regel. Wir klauen das von Afrika in der Art und Weise. Und zwar die ersten ein, zwei richtigen Real-Life-Tage, also jetzt nicht Minecraft-Tage, unterstützt sozusagen die Gemeinde, die neuen Leute. Und zwar aus diesem Gemeinschaftslager hier hinten. Da könnt ihr euch erstmal bedienen, rausholen, was ihr braucht, in gewissen Maßen halt, zum Aufbauen eures ein kleines Häuschen und sowas. Also wir haben hier alles zwischen Holz, Dreck, Stein und Sand, bis zum geht nicht mehr, Krimskrams, Waffen, Werkzeuge, alles hier schon vorhanden. Wir haben hier oben Fressalien rumgammeln. Von Obst bis Fleisch, alles da, Gemüse, pipapo. Wir haben auch, falls nötig, ein Nether-Portal. Und wenn ihr euch selber Cobblestone abfahren wollt, kann man hier runtergehen. Auf Diamantenebene kann man halt Cobblestone farmen, pipapo. Die ersten ein, zwei Tage lassen wir es zu, dass ihr euch hieraus bedienen könnt. Alles andere müsst ihr danach selber farmen, euch selbst versorgen können. Wie das im Endeffekt aussieht, das werden wir nachher an einem Beispiel unseres Mitarbeiters hier sozusagen erläutern. Und also im Endeffekt soweit ist das halt alles geregelt. Wenn ihr natürlich irgendwann sagt, yo, wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt vor, wir wollen hier eine Kathedrale, wir wollen eine Windmühle bauen, keine Ahnung, so ein Gemeinschaftsprojekt, damit es alles ein bisschen hübscher aussieht, dann wird natürlich das Gemeindelager behilflich sein, ist ganz klar. Aber was ihr halt so selber für euer Haus und sowas bauen wollt und sowas, das müsst ihr halt selber fahren. Wir haben so kleine Örtchen, die auch immer so ein bisschen Namen haben. Da zum Beispiel haben wir den Königsfelsen. Hier ist einer der zwei Zwillingsbrücken der Hoffnungen. Das hier hinten, wenn man in diesem Winkel steht, sieht das aus wie ein Berg, aber es sind im Endeffekt mehrere Berge. Das sind die drei Musketiergebirge. Total cool. Da hinten haben wir ein Haus, das werden wir abreißen, weil dort einer das Zwischenmenschliche nicht ganz verstanden hat. Der hat hier geklaut und hat mich gestresst bis zum Gehtnichtmehr, wenn ich diese Welt hier aufmache. Das ging gar nicht. Hier haben wir eine kleine Baumfarm, falls nötig. Auch hier auch das, die Regel einfach nachpflanzen, wenn man abgebaut hat. Das habe ich zum Beispiel hier nicht gemacht. Ich stelle mich nachher in die Ecke. Alles hier vorhanden, pipapo, keine Ahnung. Und jetzt kommen wir langsam auf die Gebäude der anderen zu. Und da werde ich halt jetzt auf das andere einhaken.
Also hier haben wir zum Beispiel so einen kleinen Wald, fangen wir hier an, dann wird dort so ein Waldförster-Fickerhaus hingebaut, keine Ahnung. Und weiter geht's halt hier oben mit bisschen so eine Burg oder ein Schlösschen, so ganz kleines halt so auf diesem Hügel hier drauf, bla bla. Und hier haben wir schon das Haus von Potato. Ja, der Typ heißt nicht wirklich Potato, aber ich sag einfach Potato zu ihm. Er hat eine wunderschöne Aussicht auf die Wüste und hinter der Wüste liegt der See der heiligen Tränen. Einfach nur, weil das richtig geil aussieht, dieser See. Und ich zeige jetzt die Häuser nicht direkt innen drinne, das sollen halt die Leute dann machen, wenn sie halt da sind. Und ab hier könnt ihr sozusagen bauen. Dieser Bereich wird zum Marktplatz, auf den ihr dann halt mit Endertruhen eure Sachen anbieten könnt, was ihr halt vertauschen wollt. Dann könnt ihr euch da treffen. Hier hat sich das Slay bereit gemacht. Und im Endeffekt sage ich jetzt, damit es halt nicht zu krass wird, nicht jemand sich so einen riesen Palast dahin klatscht, 30 mal 30 allerhöchstens. Also 30 mal 30 Felder wird allerhöchstens vergeben für die Leute. Und das sollte eigentlich reichen, um sich halt was Vernünftiges zu bauen. Nach oben gibt es nur die Grenze, die halt Minecraft gibt und halt nach unten auch. Ihr könnt natürlich so bauen, wie ihr wollt. Sieht natürlich dann scheiße aus, wenn ihr so ein mega langes, hohes Haus dahin klatscht. Müsst ihr selber entscheiden halt. Ihr seht natürlich, wir haben so ein bisschen in altertümlichen Stil halt gebaut. Und da hinten haben wir so ein neumodisches Haus, sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, das wird ja eh eingerissen. Hier haben wir das Haus von Protype. Der hat sich hier längs gemacht. Hier so ein kleines Schnuckelhäuschen. Und da drüben kommen wir jetzt auf das Häuschen von. Ich krieg die Namen einfach nie zusammen. Red Bull. Aber ja. Und er hat es natürlich hier ein bisschen breit gemacht. Aber ich sag mal so: Wenn jetzt noch ein anderer sich hier hinpflanzen will, der kann natürlich noch hier hinbauen. Sprich, diese ganzen Pferde und Bücher und hast nicht gesehen, die werden alle noch bei sich selber irgendwie eingebaut ins Haus. Dann hat er hier so ein Terraforming gemacht und ein Viereck, diese wunderschöne Insel in ein Viereck verwandelt. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch ändern. Das geht so gar nicht. Und was ich meinte mit sich selber versorgen. Der Red Bull hat hier natürlich wesentlich mehr Glück mit seinem Versorgungsplatz. Und zwar kann er natürlich nach hinten ausbauen, so viel wie er will. Er stört hier keinen. Ihr werdet natürlich dann ein bisschen Probleme haben. Ihr könnt nicht so Riesenfelder anbauen. Aber ich sag mal, wenn sich jetzt jemand anders hier hinpflanzt, wird natürlich gesagt, okay, dann kann er sich hier mitbedienen an diesem Feld. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden, weil dieses Feld ja wirklich schon ziemlich groß ist für einen alleine. Und wenn jetzt ein zweiter sich hier hinbaut, da wird auf jeden Fall Platz für die Leute sein. Ja, das sind so diese einfachen Regeln. Mehr Regeln kommen halt später, pipapo. Ich weiß, es ist ziemlich von abgeschaut und Minecraft leben. Im Endeffekt war ja eigentlich nicht geplant, dass andere hier auf dieser Map mitmachen können. Und selbst wenn nur dann Leute, die länger so im Stream mit dabei waren und dann, mit denen ich mich dann halt verstehe und sowas. Aber ich sag mal, Red Bull und Protype und Potato, die haben mich einfach so angeschrieben, während ich gestreamt habe. Ich gesagt, okay, komm, machst du mit. Das ist eine super geile Gemeinde. Hier hilft sich jeder gerne aus. Keiner ist irgendwie so ein Stress mit dem anderen, wo er sagt, oh, wenn der online ist, dann bin ich nicht online. Ist nicht so. Ist immer voll cool, voll lustig. Und es wird viel gestreamt. Natürlich, wenn ich jetzt demnächst wieder arbeiten gehe, wird nicht mehr so extrem viel davon zu sehen sein, aber immer mal wieder wird das laufen. Und wenn ihr eine Xbox One und Minecraft habt, seid ihr natürlich dazu herzlich eingeladen, mit auf dieser Welt zu sein, mit auf dieser Welt Spaß zu haben. Und mal gucken, wie weit uns diese Welt hier halt bringt. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich immer online sein muss, damit auf dieser Welt hier was passiert. Aber ich werde halt diese Welt nur spielen, wenn ich streame. Anders wird halt diese Welt nicht großartig gezeigt. Ja, wir haben halt noch ein paar andere Gemeinschaftsprojekte hier am Laufen. Wir wollen noch eine PvP-Arena bauen. Wir wollen hier halt so einen Aussichtspunkt oben in der Luft hinbauen. Dann Leuchtturm, Pipapo, alles drum und dran. Und wenn ihr natürlich noch weitere Ideen und Vorschläge habt, dann würde ich sie natürlich gerne hören. Ansonsten würde ich sagen, das war das Infovideo. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu lang, knapp 10 Minuten, das müsste reichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schrottet alles in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Vorschläge, Ideen oder Wünsche habt. Höre ich sie oder lese ich sie mir gerne durch. Ansonsten, tja, sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!